Start frei. So, Start ist frei zum Preis von Carol, unsere heutige Viererwettprüfung. Und insgesamt fällt es herzlich jetzt auf den Weg zum Startwagen gegeben und sich dahinter einordnen. Mit der 1 ganz innen, das geht zur Sahara Heat mit Gerd Steinhaus. Die 2 ist Mitstarterin. Linda Burois, Kapitänin, wurde disqualifiziert, ist raus und als 11.9 die durchaus flotte erste Zwischenzeit. Rag'n'Bone Man und Mansa Newport, der sich dahinter legt, Jackie Dritte, Linda Burois und Sahara E-Type die nächsten beiden, dann Westafer Children in der zweiten Spur hinter Linda Burois auszumachen, dahinter dann Madden Dream, ihnen folgt in die Bildung, die letzten beiden, das schreibt bei die Plätze zu verbessern. Auch Westafer Children wird herausgenommen. Ziellinie ist längst erreicht. An der Innenkante Rag'n'Bone Man im Vorteil. Jetzt kommen die Attacken. Westafer Children in der Mitte. Ganz an der Außenseite. Cooper CG wird gebracht. Und auch Manzer Newport an der Innenseite. Rag'n'Bone Man, Westafer Children. Cooper CG im Kampf um den Sieg. Westafer Children, Cooper CG. Westafer Children außen. Cooper CG, das ist ein dritter Platz für Rag'n'Bone Man. Und dann auf dem weiteren Platz jedenfalls knappe Entscheidungen. Alles Weitere dann natürlich jetzt live und in Farbe von Marco, der erst noch mit Fokus beschäftigt ist, heute als Allrounder am Start noch mehr macht als sonst schon. Und jetzt wird er sein Amtes halten. Und herzliches Gratulieren. Danke. Passiert, was ohne der nicht so gerne möchte, dass sie Geld aufnehmen. Jetzt hat er mal 1400 Euro aufgenommen. Ja, das ist richtig, aber ich glaube trotzdem, also ohne dass sich trotzdem aufreut, allein auch schon für Cooper, weil er ist ganz weit zu werden, hat auch seine Klasse und die hat er heute wirklich sehr gut aufgezeigt. Ja, ich freue mich für euch sehr. Tim, in der nächsten Tagesprüfung steuerst du Fragrance, die hast du in den Probelauf gefahren. Ich persönlich fand sie ein bisschen phlegmatisch, aber ich glaube, dass das ein feines Pferd gehen könnte. Ja, ich glaube auch, es geht ein ganz feines Pferd und wird heute Backenfälle dran. Und ich glaube schon, dass er ein bisschen motivierter ist. Der Lied war gut. Es sind aber auch zwei gute Pferde drin. Und wenn sie im ersten Start und dann ersten drei sein kann, dann glaube ich, ist voll zufrieden. Und du wahrscheinlich auch. Ich bin immer zufrieden. Stimmt, du bist relativ schnell zufriedenzustellen. Wir nehmen jetzt die Decke ab, mit der einmal den Freund hier rausführen. Olga Elfloch, Christine, Sven Wunzel im Stall und Tim Schwarmer als Fahrer mit Kuba CG. Ja, danke. Für die Viererwette natürlich wichtig, die Viertplatzierte, das war die 9 in die Bit mit Markus Bock. Also der einen auf 12, 4, 5, 9.